Herzlich willkommen beim Alpha Husky und heute gehen wir wieder auf den Trödelmarkt, auf einen speziellen Trödelmarkt, wo ich längere Zeit jetzt schon nicht war. Und wir schauen, ob wir dort die fehlenden Mangas finden von Attack on Titan, also sprich Band 3 und 4, 6, 7, 8, ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Und halt noch andere Dinge, wie zum Beispiel Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, Modell, dann noch Briefmarken, wir gucken einfach mal rum. Also sehen wir uns dann gleich auf dem Trödelmarkt. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Auto hin. Bis gleich. Ich bin jetzt auf dem Fußweg zum Trödelmarkt. Ich habe ein bisschen zu gehen, aber ich kann halt nicht in der Nähe parken, weil da ist es immer so voll. Es ist unnormal mit der voll. Und deshalb sehen wir uns dann später auf dem Trödelmarkt wieder. Wenn wir so auf dem Trödelmarkt angekommen, wo ich was finde, dann zeige ich es euch. Wir wollen euch das Bonus. Ich habe für die Sachen 10 Euro bezahlt. Das ist eine New Yorker Knicks Basketballmütze. Darunter ist noch eine Marvel-Mütze. Pokémon-Buch, Mewtwo und zwei magische Bonus-Bücher. 2 Euro pro Stück, kann ich nichts sagen. Verdammt günstig. Und insgesamt halt, wie gesagt, 11 Euro, aber da er halt kein 1 Euro Stück da hatte, habe ich halt 10 bezahlt. Also habe ich sogar noch einen größeren Schnapper gemacht. Ja. Wir gucken mal am nächsten Mal, was wir da finden. Also mein Budget ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel, aber vielleicht habe ich ja noch Glück. Ich habe Pokémon-Karten gefunden in einer Box. Das wird lange dauern. Ich gucke da mal nach. Ich habe da auf jeden Fall Sachen wie den Dico-Traktor und Pokémon-Karten. Ich habe die Karten jetzt vorher gekauft. Ja, nur einige. So, ich habe die Kippis dann auch gekauft. Mike Fitness. Sehr gut gekauft. Die und immer eine Chicago Bulls. Und ich gehe jetzt zur Bank, weil ich 15 Euro wollte. Denn, ja, eigentlich 15, weil ich halt noch einen Briefmarkt kaufen möchte, was mir sehr gefällt. Ich gehe zurückgelegt, so jetzt bin ich ab mit dem Geld für 12. Dann eine Pokémon-Karte. So, ich habe auf jeden Fall einige Pokémon-Karten gekauft. So, ich habe die Karten eben gekauft. Das ist einmal Lunala, glitzernd. Entei, glitzernd. Dragonier, glitzernd. Humanolid, glitzernd. Fuertente, glitzernd. Hariyama, glitzernd. Monte Carlo, glitzernd. Palkia, schöne Karte, auch glitzernd. Und Entei. Da habe ich insgesamt für 8 Euro ausgegeben. Es sind aber sehr viele glitzernde und das hat sich gelohnt. Und jetzt kommt gleich der Wahnsinn. Da habe ich dieses Briefmarkenalbum gekauft für 12 Euro. Da sind einige Briefmarken drin. Ich kann euch das mal zeigen. Ich mach's mal auf. So, fängt an mit Vögelbriefmarken, über Olympia-Briefmarken aus der DDR. Bis hin zu Tierbriefmarken, Insekten eher gesagt, Schmetterlinge und so weiter, Waldtiere aus Frankreich, weitere Briefmarken, ich würde sagen, es sind Blumen, noch mehr Blumen und auch Waldtiere, dann hier ein Fisch, hier sind Hundebriefmarken aus anderen Ländern, Russland ist auch dabei, das hier sind irgendwelche Hütten, ich muss mich da noch mit mehr befassen, nochmal Olympia-Briefmarken, wir haben hier etwas sehr Seltenes, das ist natürlich auch eigentlich sehr viel wert, weil das sind diese Decks, die sind sehr beliebt. Die werden bei eBay sehr gerne gekauft. Und da haben wir einmal das ganze Jesus-Deck und wir haben hier nochmal ein Riesendeck mit Flugzeugen, was auch sehr beliebt ist. Und gestempelt, also schon interessant für Sammler. Aber ich weiß nicht, ob ich die verkaufen werde. So, und jetzt kommen die letzten Pokémon-Karten, die ich gerade richtig für einen Schnapper gemacht habe. Haben wir einmal Galaflampivian, Sumpex, Stalobor,
Schlaraffel, Gottrom, alle glitzern, wie ihr seht. Gala, Mautzinger, das sind auch aktuelle Karten. Stalos, zwar nicht glitzernd, aber brauche ich, suche ich schon seit Ewigkeiten. Tektas, und die kenne ich gar nicht. Felinara, Kaplauris, Ceraora, Knackrack, ganz bekannt. Tengulist und zuletzt eine, die ich auch Ewigkeiten suche, Voluminas. Insgesamt für 7 Euro pro Karte, 50 Cent. Kann man bei Glitzernden auf jeden Fall machen. Glitzernde sind eh selten. Und 50 Cent pro Karte ist natürlich schon ein Schnapper. Also manche, die möchten für eine Glitzernde 2 Euro pro Stück. Deswegen bei 50 Cent darf ich natürlich direkt zugeschlagen. So, ich fahre jetzt nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Trödelmarkt-Video. Das ist nochmal hier die Ausbeute sozusagen.